ein Tag oder ein Hashtag ist sozusagen ein Etikett, was man an etwas dranhängt im Internet. Zum Beispiel mache ich ein schönes Foto, wo ich unterwegs war in einem, weiß nicht, Park. Dann hänge ich als Hashtag den Namen dieses Parkes dran, wenn ich das Foto poste, weil dann können andere Leute, die auch dort in diesem Park waren und auch das Hashtag verwendet haben, draufklicken und die Fotos von all den anderen sehen. Das gibt es dann zum Beispiel auch bei Anwendungen wie Twitter und so weiter. Wenn ich über ein bestimmtes Thema schreibe, dann gebe ich dem ein Hashtag und wenn jemand anderes auch über das Thema schreibt und das gleiche Hashtag verwendet, dann kann ich mir einen besseren Überblick darüber machen, was denn so zu einem bestimmten Thema geschrieben wurde. Bei YouTube gibt es Tags und Hashtags auch. Da schreibt man die öffentlich zum Beispiel in den Titel rein und dann kann man draufklicken und dann sehen andere auch Videos zu diesem Thema. Aber da gibt es noch die versteckten Tags, die man als Videoersteller in das Video hineinschreibt, die aber der User nicht sieht. Und da gibt es dann Leute, die auch gerne mal bescheißen, also die zum Beispiel ein sehr langweiliges Video über, weiß nicht, Fischzucht machen und dann das Hashtag Neo Magazin Royal dranhängen und dann hoffen, dort aufzutauchen. Also kann man damit auch ein bisschen faken.